Hallo liebe Pflanzenfreunde, herzlich willkommen bei Planta Plaza. Ich stelle euch heute vor eine Zwergpalme, Camarops Vulcano. Camarops Vulcano wächst sehr schön gedrungen, kompakt. Wenn wir seine Artgenossinnen haben, die Serifera oder die Humilis, die haben sehr lange Blattstiele mit ziemlich großen Dörner. Die Vulcano hat kaum Dörner und wächst, wie gesagt, schön kompakt. Die ganzen Camarops-Arten können Ableger bilden, daher empfehle ich es, die Palmen in was größeren Kübel zu setzen. Das gibt den Ablegern auf Dauer Platz. Ja, winterfest. Ungefähr bis 10, 12 Grad minus. Wohnt ihr also in einer milden Region oder städtisch, einfach wo es was milder ist, da kann man die Palmen vielleicht auspflanzen. Sollte es doch kälter werden, dann besser als Kübelpflanze halten und im Winter reinstellen. Man kann den auch als Zimmerpflanze halten, weil er einfach mit trockener Luft gut klarkommt und auch mal mit weniger Wasser. Allgemein brauchen die meisten Palmen viel Wasser. Camarops verträgt es auch mal mit weniger Wasser. Düngen empfehle ich unseren mediterranen Palmendünger. Den haben wir im Shop drin stehen. Das bekommt die Palme ungefähr alle 8 bis 10 Wochen. Natürlich auch nur über die Wachstumszeit, also im Sommer, irgendwo von März, April bis September. Und dann wird das Düngen wieder eingestellt. Ich habe die Palmen jetzt hier mal im Dekotopf reingesetzt für das Video. Geliefert wird einfach im normalen, einfachen Kübel. Und wie gesagt, am besten umpflanzen. Ihr könnt da normalen Blumenerde nehmen, aber immer von einer guten Qualität. Palmenerde, mediterrane Erde, das geht natürlich auch alles. Ja, ich hoffe, euch hier eine schöne Palme vorgestellt zu haben und würde mich freuen, wenn ihr unsere weiteren Videos anschauen würdet. Ja? Grüße, adios, ciao, euer Rebon. Tschüss.